Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Okay, ich bin kein, weiß ich gerade nie, komm nicht auf den Namen, Typ. Aber willkommen wieder hier zu Menzi kocht. Ich habe heute Samstag, heute habe ich frei, morgen. Ich habe gerade viel aufgenommen, sehr viel Zeug, und ich habe jetzt endlich mal Hunger. Ich habe Hunger, da drüben zerläuft schon die Butter, weil es muss erstmal was gebraten werden, bevor ich irgendwas anfange. Denn es soll heute Curry-Ketchup geben. Fast, also Curry-Sauce soll es geben, deswegen steht auch das Wasser da drin. Ich weiß nicht, warum das sieht, ich ziehe es dann wieder vor. Das Wasser und die Bratwurst da drüben. Wofür die Bratwurst ist, sage ich euch dann später gleich. Ja, jetzt nur in der Zeit jetzt erstmal, dass das zerlaufen muss, würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier eine Soße herbekommen. Weil ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen soll. Wie man aus Ketchup und Wasser ordentliche Soße herbekommen soll. Also viel ist es bisher nicht, aber das muss ja auch ein bisschen mit Wasser verdünnt werden. Und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hinbekomme. Vor allem auf den ersten Schlag. Heute ist auch alles zu, also wenn ich das jetzt verhaue, dann habe ich nichts zum Armbrot. Das möchte ich jetzt lautstark sagen. Und eigentlich muss viel mehr Ketchup rein. Okay, das war's eigentlich schon fast mit dem Ketchup. Ich stelle es noch ein bisschen auf den Kopf, damit wir vielleicht noch ein bisschen was rauskriegen. Also viel mehr ist es jetzt auch nicht geworden. Bisher ist es sehr flüssig. Viel Wasser braucht man ja gar nicht dafür. Da hätte ich echt doch noch einen kleineren Topf nehmen müssen können. Ich habe gedacht, ich brauche einen größeren. Und anscheinend auch nicht. Ja, wichtig ist eben, dass jetzt noch die Butter zerläuft, weil vorher können wir was anderes machen, beziehungsweise die Bratwurst muss erstmal braten. Vorher kann man nichts anderes machen. Und das erste Mal, dass ich Curry zu Hause habe, ist schon nicht schlecht. Und ich weiß nicht, wie viel man reinmachen muss. Fangen wir erstmal mit einer relativ kleineren Menge an. Und diese kleine Menge, die zieht schon ganz schön ins Gehirn rein. Nur man schmeckt doch nicht richtig was. Wow. Diesmal versuche ich das auch nicht wirklich dämlich zu machen, also die halbe Currypackung rein, weil, wie gesagt, das ist mein einziges Essen, was ich heute habe. Oder ich fahre zu McDonald's, da habe ich fast das ähnliche. Also die Butter ist zerlaufen und hoffentlich auch noch nicht auf Wärmetemperatur, ist mir das aber auch egal. Ich weiß auch nicht, ob man wirklich jetzt warten muss. Und ja, das waren tiefgefrorene. Die habe ich damals für Weihnachten mitgenommen. Sind jetzt aber keine weihnachtlichen, sondern doch, ich glaube, Zitronen sind die. Und jetzt beginnt das Backen. So Leute, mit Beeilung. Jetzt, ich weiß, die Bratwurst sieht noch nicht ganz so gut aus. Schneiden wir die Würstchen mal ganz schnell in kleine Hälften. Weil die möchte ich noch ein kleines bisschen anbraten. Und was danach passiert, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man mich sieht. Aber dann müsste man mich eigentlich sehen. Man müsste auch alles sehen jetzt auf dem Tisch. Ja, also wie gesagt, das soll noch ganz schnell angebraten werden. So ein bisschen von der Seite. Ich hoffe, dann wird das besser, als was ich jetzt denke. Hoffe ich mal. Das Schöne ist, es ist so viel Bratwurst. Ich werde mich gleich noch so reinziehen. Dazu muss man eine Pommes auch länger gemacht werden. So viel Stress am Sonntag, das gibt's nie. Das eine Video fängt auch schon an zu rendern. Ist jetzt erst bei 14, 30% von der Ferne gesehen. Ja, aber ihr wisst ja noch nicht ganz, was passieren soll hier. Beziehungsweise was für Videos ich hochlade. Ich glaube, das wisst ihr auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. So, dann mal kurz die hier rausholen. Und dann die schon mal anbraten. Ja, ich weiß, das sieht sehr fertig aus, ist es auch. Oh, Fett ist ja gut. Fett ist ja das Zeug für die Menschen, nicht wahr?
immer schön fettig werden. So, die kommen jetzt, wie gesagt, nochmal schnell auf den Herd. Die werden nochmal schnell angebraten. Aber die Bratwürste hätte man noch mal ein bisschen würzen können. Ich glaube mal, das lassen wir mal lieber. Bevor wir uns hier noch irgendwie vergiften. Okay, ich habe noch ein paar Bratwürste da, aber... So, kurz fand ich dann gemacht. Und wo ich gerade das Gamescom-T-Shirt an habe. Ich habe gerade auch in der Aufnahme gesagt, ich habe schon Ideen mit dem T-Shirt. Problem ist, ich kriege das nicht selber hin und ich bekomme auch keine Hilfe von niemandem. Deswegen ist es ein ganz kleines Problem, so ein T-Shirt jetzt herzustellen. Und ich weiß dann nicht, wie das da weiterläuft jetzt mit mir und dem T-Shirt. Ich möchte am liebsten. Einer hat auch gesagt gehabt, das lohnt sich doch nie, ein T-Shirt, ein Merch herzustellen. Sorry, das ist doch kein Merch, ich will ihn doch nicht verkaufen, das ist doch nur für mich. Die Aufnahmen und alles. Ach so, naja dann. Was mich eigentlich ankotzt, wenn das sofort brechelt. Und das Curry, oh, das stimmt. Oh, das kommt hier hoch. Oh, oh. Das ist noch. Wie raus haben. Ah! Ich hab schon runtergedreht. Jungs, Mädels, bleibt ruhig. Du wolltest runternehmen noch. Ah! Weil ich erstmal einen Deckel noch dran. So, Pommes sind ready. Das hört sich auch gut an. Jetzt warten wir, bis die fertig sind. Warum ist das fertig? Dann haben wir einen ganz kurzen Essenspart. So, meine lieben Leute, willkommen hier zur Kostprobe jetzt. Das ist leider schon was daneben. Aber an sich soll riechen. Ist gut. Pommes natürlich. Pommes eben. Und kann natürlich knuspriger sein, aber ist jetzt so egal. Und jetzt ist natürlich das Wichtigste. Das Hauptgericht, sage ich jetzt mal. Also einfach Ketchup mit Dings drüber. Genauso schmeckt's. Wie gesagt, die Pommes könnten knuspriger sein. Was? Bratwurst auch mal abgezeichnet, also wissen wir ja, wie schmeckt. Das haben wir ja schon vor uns gekostet gehabt. Und ich würde mal sagen, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch mehr Kochvideos sehen wollt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich kochen soll. Also wenn ihr sagt, jo, mach mal Nudelauflauf, mach mal China-Pfanne, mach mal Nudelpfanne oder sowas, schreibt mir das rein. Schickt am besten vielleicht ein Rezept gleich von koch.de oder hier Chefkoch oder so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.